Hallöchen Leute, nicht erschrecken, ich bin Piomark und willkommen zurück zu Spyro 3 aus der Reignited Trilogy. Seht ihr, wir fliegen jetzt Schilas allen, damit wir die endlich mal besuchen und da ihr helfen wahrscheinlich auch noch und dann hilft sie uns dafür in ein paar anderen Levels. Das hoffe ich doch, weil langsam wird es Zeit, dass wir da im ersten Level da durchkönnen durch die Tür und das erste komische Minispiel mit einem anderen Charakter starten können. Nochmal danke, Spyro. Jetzt muss ich herausfinden, was die böse Zauberin mit meiner Heimat gemacht hat. Okay. Finden wir es zusammen heraus. Oh je. Hi, Sheila. Während du weg warst, haben uns Rinox aus unseren Häusern vertrieben. Aber keine Bange. Bobby, Pete und ich haben einen Plan, um sie zurückzuerobern. Super. Gut, das ist schon so ein Minispiel. Was kann ich mit Gras machen? Okay. Springen natürlich und dasselbe. Okay. Sparks hilft mir da auch jetzt. Das finde ich gut. Okay, was ist der Plan? Egal. Weil schon rausfinden. So, jetzt müssen wir die Steuerung mit der auch üben. Gut. Hi, ein bisschen Gegner. Okay. Kann ich da einfach. Nein, da muss ich. So machen. Gut. Du bist weg, ein Gegner. Nein, du bist nur ein Sparks essen. Mit deinem Doppelsprung kannst du auch steile Klippen wie diese erklimmen. Drücke Sprung einmal und dann nochmal, wenn du wieder auf den Boden aufkommst. Für einen Doppelsprung. Sobald du das gemeistert hast, kannst du alles erreichen. Krass. Gut, dass sie das bis jetzt noch nicht herausgefunden hat selbst. Sparks begrüßt sie auch nochmal. In der Welt der... keine Ahnung. Uha. Ja, das ist gut auf jeden Fall. Ah, endlich wieder zu Hause. Hier, ich wollte Omelette daraus machen, aber du kannst es besser gebrauchen. Das glaube ich nämlich auch. Ruby. Willkommen auf der Welt. So. Sehr süß das Ganze gemacht. So, wie viele Juwelen gibt es hier? Ach, 400, okay. Auch noch 3, ja, zum Glück. Aha. Wow, kann wahrscheinlich noch gar nicht. Komische Attacke hier. Ah, doch. Ja, aber vielleicht soll ich das auch da drauf machen. Ah, 25er Juwelen gleich. Perfekt. Okay, dann komme ich nicht direkt drüber. Aber das ist Doppelsprung. Okay. Kenn mich aus. Wow. Warum irgendwo was? So, wir haben. Nein. Da war noch nicht. Okay. Habt ihr irgendwas Spezielles für mich? Kann ich tauchen irgendwie oder so? Nö, aber ich kann sogar noch schwimmen. Okay. Als wir das letzte Mal an diesem Elch vorbei wollten, hat er Billy durch eine Wand gehauen. Also warten wir hier, bis du mit ihm fertig bist. Ah, verstehe. Okay, okay, Bobby. Keine Angst, ich erledige das. So, das war ja easy. Da kommen wir schon Minen hier. Kann ich hier auch durch. Kann ich aber drüber springen, das ist perfekt. Okay, cool. Ja. Perfekt, perfekt. Da gibt es viele Juwelen. Kann ich die auch kaputt machen? Okay, hier sind noch Juwelen drin. Oh je. Wenn ich die verpasse, zum Beispiel den da oben. Bin ich nicht von da gekommen? Nein, ich bin von da gekommen. Okay, nein. Das macht mehr Sinn. Warum will ich überhaupt Doppelsprung machen? Da kommt mehr so andere Sache auf. Sonst noch irgendwas? Ich muss halt überall hin. So, krieg ich noch einen Ei von dir? Nein, ich muss erstmal den Ferse von mir dran. Hey, Sheila, Lust auf einen Streich? Nimm dieses Ei und wirf es auf Billys Haus, okay? Ich muss mich an ihm rächen, weil er mich von der Klippe gestoßen hat. Oh je. Ah, zu spät, schlüpft leider schon. Hi, Jenny. Oh, war ein Vogeltanz. Okay. Finde ich gut. Ah, sind denen nur einige. Okay, das ist ja nix. Wiederholen sich hier nur einiges, so nicht alle. Gut, was haben wir? Wo bin ich gerade? Upsi, ach, das war das, ja klar, okay. Den Stern habe ich komplett verpasst. Ich habe da draußen auch schon welche verpasst, ich hoffe nicht. Hier komme ich sogar rauf, krass. Heil, tschüss, Elch. Hi, Juwelen. So, okay. Ich muss mal schauen, dass ich überall hinkomme. Ich habe es hier schon was verpasst. Also, ich komme von hier. Genau, dann haben die hier gewartet. Bla, bla, bla. Okay, gut. So, dann war ich hier oben, war ich. Genau. So, der wollte, dass ich das auf den Wirf. Werfe. So, hi. Upsi, Entschuldigung. Ich habe mich da etwas vertan. Komische Schwammelhäuser. Oh,
Entschuldige bitte. Oha. Viele von euch sind da eigentlich. Hier gibt es mal gar keine Juwelen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwas bringt, was ich hier mache. Wenn da immer wieder neue rauskommen. Muss ich jetzt mal. Warte mal. Okay, sind das nicht irgendwie die Häuser von den. Naja. Vielleicht sind das die Häuser von diesem Rhino-Dingern. Dann ist es natürlich ganz okay, dass ich das mache. Überall was versteckt, die tun mir eigentlich gar nichts. Keine Ahnung, warum ich ihre Häuser zerstöre. Was tun wir das eigentlich? So, das war aber das alles, würde ich mal sagen. Ja, warum will ich die eigentlich mit einem Kopfstoß kaputt machen, wenn es auch so geht? Das ist ja ziemlich komisch versteckt. Ziemlich gemein. Kann ich das die ganze Zeit machen? Ja, okay. So, ein extra Leben für mich und Sparrow. So, das war's, wenn du fertig bist. Sammeln wir die Juwelen bitte. Da war noch so ein Typ, da wo der jetzt hin ist. Ach, da oben schon. Da oben bei seiner Hütte steht er schon rum. Hallo. Sparks. Okay, hab's. Also, wie speicherst du noch? Nein, du hast jetzt mal was. Wie du einen Charakter oder ein Fahrzeug steuerst, ruf das Pausemenü auf und wähle Steuerung. Okay, ich bin ein ziemlich cooles Fahrzeug. Ich möchte schon gerne wissen, wie ich mich steuere. Hi, Anna, bitte. Hilfe, Sheila. Nimm dieses Ei, das ich in meinem Haus gefunden habe. Okay. Nein. Gut. Ja, das ist neu, das finde ich gut, dass da neue auch wieder sind. So, was ist hier? Okay, hier komme ich wieder nach Hause. Das will ich aber nicht. Denn hier gibt es noch einiges zu entdecken. Ja. Da wird langsam runterspringen, aber das war's schon. Ja, fast. So, und hier oben noch ein bisschen was. Das schaut schon gut aus mit allen Juwelen eigentlich. Nein, okay. Okay. Ich wollte schon Sparks fragen, aber. Los, Sheila, hol dir die letzten Edelsteine. Stampfzielübungen, das heißt, wir haben alle von diesen Dingern zerstampft, nehme ich mal an. Und trotzdem irgendwann vergessen. Super, Sparks. Nein, Sparks, alles falsch. Ja, ist nichts mehr. Okay. Ich muss komplett zurück anscheinend wieder mal. Weil hier oben ist ja nichts. So. Ich hab doof, nein, hier oben ist nichts. Okay, das ist natürlich ein Problem, dass ich wieder zurück muss, aber wir sind uns dann gleich, wenn ich hier den Edelstein ab. Ja, natürlich habe ich den übersehen. Wo noch, Sparks? Wo noch? Oben, da unter dem Baum vielleicht. Ah, da oben. Ah, ja, das habe ich nicht gesehen. Ja, das war's auch schon mit den Juwelen und alle. Ja, habe ich auch. Perfekt. Dann wieder zurück. Und wahrscheinlich Level verlassen drücken, aber das wäre viel zu langweilig. Aber Bianca kommt eh mal rauf. Nicht Bianca, Sheila. Upsi, die sind ja auch ziemlich ähnlich. Also. Ah, kann man die schon mal verwechseln. Okay, was war das? Sollte das so ausschauen? Wenn ja, dann ziemlich schlechte Animationsarbeit, aber falls das einfach ein Bug war. Das ist jetzt eher glaube, aber wie ist aber mit Bianca da zurückfliegen? Sheila, ich wollte eh Sheila sagen, aber dann habe ich gedacht, oh, Mensch, nach Bianca, naja. Irgendwann werde ich schon raus haben. So, ich hoffe, die hilft mir jetzt hier mit meinen Problemen. Wir sehen uns dann dort. Ah, okay. Nein, nicht dahin gehen. Really? Pass auf, Jäger, die gruselige Zauberin. Ich hab dich doch gewarnt. Hier ist es gefährlich für kleine Drachen und Miezekatzen. Oh, danke, aber wir können auf uns aufpassen. Dann passt mal hier raus. Auf. Oh.
komm nach der Hexenschule wieder, okay? Hey, bilde ich mir das ein oder ist sie süß, wenn sie wütend ist? Ja, Jäger ohne seine Laufschuhe ist ziemlich aufgeschmissen, würde ich mal sagen. So, wir stehen aber trotzdem noch immer hier rum. Können wir schon einen Kopfstoß? Wir können schon einen Kopfstoß machen. Alles, was wir wollen. Und noch mehr. Ich weiß noch nicht, wie ich darauf komme. Naja, das werden wir schon noch ausfinden. Tauchen kann ich aber nicht. Egal, ich schau noch mal hier. Ja, ich schau noch mal dahin. Na, endlich. Das Tor ist offen. Was steht jetzt hier drauf? Hereinspaziert. Sheila. Okay, das wäre gut. Na dann. Hey Spyro, überall sind Rhinoxe. Vielleicht finde ich auf der Spitze dieses Turms ein bisschen Ruhe und Frieden. Jo, das wäre super. Okay, ein cooler Spitz. Danke, an den Spiel. Sie wird von bösen Rhinoxen auf der Spitze dieses Turms bewacht. Kannst du sie für mich retten? Sicher, Marco. Kein Problem. Du hast fast wie ich, also helfe ich dir gerne. Wow. Gut, von euch bekomme ich Willen, das ist gut. Ich glaube, ich habe da was verpasst, kann das sein? Ja. Ups, hier bin ich gleich zu weit gesprungen. Nein. Wow, ich habe aber keine Ahnung, wo ich lang muss und wo ich nur. Wo nur Bonuszeug ist. Zum Beispiel hier, bei Juwelen. Naja, ich werde hoffentlich nicht zu oft falsch laufen. Au. Kacke, glaube ich, ab und zu. Da oben war ja eh nichts, oder? Das ist ja halt schwer zu sagen. Na, okay. Zumindest jetzt noch nicht. Vielleicht später. Gut. Will ja auch nichts verpassen. Vielleicht mit dem. Das war vielleicht ein bisschen zu übertriebener Gewalt, aber nein. Irgendwie hat es auch verdient, wenn er da irgendwelche Freundinnen oben festhält. Geliebte oder wer immer das war, gerade nicht aufgepasst. Wo stehe ich? Naja, egal. Das sieht alles aus, als könnte ich da hin, aber. Ich weiß nicht wann oder wie. Es geht einfach hier weiter, okay. Sollte es eben nicht übertreiben, dass ich immer gleich überall hin will. Ah, da verpasse ich halt. Das ist halt auch das Blöde. So, die verpasse ich auf jeden Fall nicht. Ja, da muss ich drauf kommen. Warum sagen die mal Pfeil? Ah, Alter. Das ist ja peinlich. So, einmal hier hin, einmal dahin, einmal dahin und dann da ganz drauf. Hi. So, wo wird sie festgehalten? Hier oben wahrscheinlich, weil das ist ein ziemlich hoher Turm, aber da habe ich vorher noch die Wellen gesehen. Es wird immer schwerer hier. Immer mehr Gegner. Naja, da muss ich wahrscheinlich hier wieder runter. Aber das erspare ich euch dann. Was, Marco schickt er dich? Ich habe eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt. Okay. Die wurde mit diesem Ei besiegelt, Lucy. War ja ein Hund als ein Drache. Nein. 6 von 6 Eiern. Krass, das ist gut, okay. Also, wir haben ja schon 5 gehabt. Ja, okay. Da kann ich wieder nach unten. Ist da weiter oben noch was? Nein, okay. Jo, da kann ich entweder wieder runter, aber da war ich ja schon. Ja, nee, da kann ich überhaupt nicht hin. Wo war dieses andere Zeug? Oh ja, hier. Und da komme ich auch dann da rein. Wie viel brauche ich denn hier noch? An Juwelen. 20. Die sind auf jeden Fall hier. 5. Ja, doch ein bisschen anders, als ich dachte. Und wir sind noch nicht fertig.
Hier gibt es doch bestimmt noch Willen. Ah ja. So, dann können wir schon auf Level verlassen gehen. Marco sagt uns eh wahrscheinlich nichts Interessantes mehr. Jetzt soll das mit der Verfügung wissen. Na, man kann gar nicht mehr mit ihm reden. Jetzt hat er nichts mehr zu sagen. Na gut, Bereich verlassen. Ich würde eigentlich gerne den ganzen Level verlassen gleich. Bereich verlassen kann ich so auch. Okay, da wechseln wir wieder zu Spyro. Gut. Level verlassen. So, jetzt aber zurück zu unserer Hauptaufgabe hier. Oh, das geht schon. Ah, nein, doch nicht. Jetzt kommt das der Ladebildschirm. 583 Juwelen. Haben wir schon wieder das Doppelte von dem, was uns Pilzack vorher abgeknöpft hat. Ja, wenn wir das so machen, dann sollten wir eigentlich nie Juwelenprobleme haben. Steht ja Steckelprobleme. Super. Vielleicht komme ich mit Bianca darauf, aber ich weiß nicht, wie oder ob ich überhaupt zu der wechseln kann. Gehen wir einfach mal weiter zuerst. Hier geht's auf. Was will unser Jäger hier schon wieder beibringen? Wahrscheinlich, wie ich da rüberkomme. Ich klärten kann und so. Das klar, hier brauche ich 10 Eier. Okay, Eier braucht man da. Was ist das dort? Naja. Aber da hinten, da sind wir vorher lang gegangen mit Jäger. Jetzt sind wir wieder da. Okay. Na dann, sag mal Jäger. Ich renne wieder viel zu weit vor. Ich würde das eher nach der Reihe machen. Und dann noch, so. Hey Spyro, ich habe eins dieser Portaldinger gefunden, das in eine andere Welt führt. Aber du musst gleiten, um es zu erreichen. Und dann Sprung und dann nochmal Sprung, wenn du in der Luft bist, um zu gleiten. Folge mir einfach. Ja, ich folge dir einfach. Komm. Oh, danke für deine tolle Hilfe. Ich hab was Glänzendes in der Höhle da drüben gesehen. Gucken wir es uns an. Du kannst dorthin schweben. Drück dazu einfach Aktion am Ende des Gleitens. Am Ende. Alles klar. Gut, dann kommen wir schon. Sprunganimationen. Was ist denn das dann eigentlich? Die Wolkentürme. Okay, sehen wir uns dann gleich an. Oh, dieses Ei hätte ich fast vergessen. Ja, und ich erst. Coltrane oder wie auch immer. Hi. Freut mich, dass du dich freust. Noch was zu sagen, Jäger. Dachte mir schon. So. Hi. Superflug. Das ist ein Superflug-Power-Up, Spyro. Ach so. Jedes Mal, wenn du durch ein Power-Up gehst, das so aussieht, kannst du für eine ganze Weile fliegen. Juhu. Das freut mich. Dann kann ich mir alles holen, was ich will. Aber will ich jetzt schon fliegen? Das läuft jetzt ziemlich schnell ab. Okay. Ja, also fliegen brauche ich jetzt dabei noch nicht. Das hält eigentlich jetzt ziemlich lang. Dann komme ich hier rauf. Okay. Upsi. Aktion wollte ich natürlich jetzt nicht drücken. Ich will ja nicht schweben. So. Irgendwo noch ein Juwel übersehen. Na, okay. Na dann, so, ich speichere nochmal. Ich habe ziemlich viele Juwelen gesammelt. Haha. So. Und dann kann ich auch noch hier rauf. Zum, was ich vorher nicht bekommen habe. So. Amy. Ich habe mal an. Au. Schlüpft und kann gleich einen Rückwärtssalto. Krass. So. Hier in der Nähe ist nichts mehr. Unterm Stern. Da war ich, habe ich ja schon geschaut. Da in der Ecke. Meine Güte, das sehe ich alles. Da oben ist auch noch was. Okay, und dann geht es noch zu den Wolkentürmen. Oder, na ja, machen wir noch. Wir noch die Wolkentürme, da kommen wir auch noch rüber. Jo. Das Bugs. Mann. Wo, was, wie? Okay, ja, lassen wir es dabei. Das kann ich alles später auch machen. Das ist nicht so dringend, dass ich wirklich alle Juwelen sammle. Gab es da im letzten, im Spyro 2, gab es, glaube ich, ja doch, dieses. Das ist das permanente Super Fire Power Up da. Es bugs. Entschuldigung, dass ich mich jetzt drehen muss. So. Aber die zwei Juwelen verpasse ich nicht. Hier ist mal anfangen.
Okay. Das sieht interessant aus hier. Hallo, redest du nicht mit mir? Redest du nicht mit mir? Hä? Also nicht nett. Was passiert da? Okay. Das war ja interessant. Wenn ich hier drauf steige, passiert nichts. Okay, dann steige ich mal hier hoch. Die Dinoxer haben den Wolkengenerator abgeschaltet. Vielleicht sehe ich nie wieder einen Regenbogen. Ah. Oh. Doch, sicher. Wenn du mich aufbringst. Okay. bin ich da doof? Was für ein Regenbogen? Ist das irgendwie ein Tipp oder so? Oh. Ja, anscheinend. Wenn meine Flügel so stark wären wie deine, könnte ich leicht hier rüber gleiten. Du fliegst doch die ganze Zeit. Okay. Dann müssen seine Flügel sogar stärker als meine, aber na gut, dann okay, sagen wir es halt mal so. Ja. Sehe ich auch so. Gut, da gibt es einen Wirbel. Das ist ein cooles Lied auf jeden Fall. Irgendwie können wir stimmen. Perfekt, von denen habe ich auch viele Screenshots gefunden. Also für die habe ich ziemlich viele Thumbnails. Das ist gut. So, ich glaube, ich habe alles. Nein, natürlich nicht. Sekunde mal. Sparrow, du musst dir das noch sammeln. Wow. Ja, was wirklich? Man. Okay. Sonst habe ich alles. Denke ich. Oh, da komme ich auch noch auf. Krass. So, dann brechen wir den Flug ab, damit wir das nicht verpassen. Nicht verpassen, Sparrow, halt die Augen offen. Die Metallrüstungen, die diese Gegner tragen, schützen sie vor deinen Drachenflammen. Wenn du Stürmen gedrückt hältst, kannst du sie mit deinem Sturmangriff besiegen. Cool. Nee, wusste ich das noch nicht. Oh. Du bist so einer, du bist etwas zu groß für meinen Feuer, für meinen Sturmangriff. Das ist doch alles. Ich vergesse nicht. Du ein Juwel, du. Da komme ich bestimmt auch hinten auf. Ja. Oh, okay. Das ist sicher runterzugehen. Dann passt es. Beruhigt euch doch mal. Ich bin noch nicht bereit für euch. Hä? Okay, das hat mich gehört. Das macht mir aber gar keinen Schaden. Cool. Stephanie. No. So. 13 Eier haben wir. Perfekt. Dann können wir doch schon weiter, wo wir eigentlich weiter wollten. So, hier ist noch ein Aufzug. Aber erstmal hier weiter. Hi. Ich hab dich gehört. Ein komisches Gestampfe. Da singt auch einer. So, nein, das vergesse ich nicht. Dann, na gut, dann. Reicht das, wenn ich das aktiviere? Ja, oh. Ja, okay. Naja, gut, wenn es sein muss. Na, wenn das nicht mein Lieblingsdrache ist. Ich soll für die Zauberin diese Plattformen bewachen. Aber ich könnte wegsehen, wenn ich anderweitig beschäftigt wäre mit Edelsteine zählen. Aha. Okay, dann gebe ich da 200. Oh ja, kostbare, gebe ich nur 199. Kostbare Edelsteine. Nun denn, Spyro, du kannst die Plattformen jederzeit benutzen. Viel Glück bei deiner kleinen Eierjagd. Ja, danke. Viel Glück bei deiner Eierjagd. Okay. Verstehe. Hi. Okay. Hi Zoe, was ist denn diesmal schon wieder? Denk dran, dass du am längsten gleitest, wenn du ganz oben im Sprung Sprung drückst. Ach, darum lernt man das. Und Aktion am Ende drückst, um zu schweben. Okay, darum hat man da das coole kurze Tutorial mit Jäger. Damit man das hier nochmal lernt. Aber das geht ja locker aus. Die bewachen schon wieder Zeugs. Sieht gar nicht aus. Aha, noch so einer. Ja, okay, ich dachte mal zu dem.
Hört ihr auch noch an. Windstoß, ich hoffe, da ist sonst in keiner Richtung irgendwas. Nein, schaut nicht so aus. Jetzt werde ich durch. Kann. Du hast die Plattformen aktiviert? Vielleicht kriege ich den Wolkengenerator wieder zum Laufen. Oh, muss ich da mit dir spielen? Ein Ei, okay, cool. Ah, okay, ja gut. Wolkengenerator, klingt gut. Soll ich da jetzt auf die Wolken klettern? Das wäre super. Die Rinoxe müssen mit diesem Ding den Wolkengenerator verstopft haben. Okay, mit dem Ei. Henry, zitze. Der gute Henry. So, okay. Danke. Kamera, ich will selbst entscheiden, wann ich dich drehe oder nicht. So. Da ist der Anfang und hier komme ich dann noch darauf. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier rein. Mit wem spielen wir denn hier? Mit Sparrow. Okay. Unsere Sonne ist erloschen. Oh, mit unserem Lava-Fusionskessel und drei Sonnensamen könnten wir eine neue machen. Aber sie brennen aus, bevor sie im Topf sind. Sonnensamen? Ich dachte, das wäre das Cool-Emoji. Tritt auf den Schalter für einen frischen Sonnensamen und erhitze ihn mit Flammen, bis er im Topf ist. Okay. Das hört sich einfach an. Okay, verstehe. Aber ich will zuerst die Juwelen haben. Okay, verstehe. Gut. Ja, da ist eh nichts drin, also gehe ich das mal daran. Die anderen Sachen scheinen eh, naja, nicht auf dem Weg zu sein, aber ich muss eh hier dreimal hin, also. Bis sie im Topf sind. Gut, dann wird da mit dir. Ah, okay, wir verschwinden einfach. Okay. Ich dachte, du musst zurückrennen oder so. Wir müssen halt leider nicht zurückrennen, weil wir spawnen wahrscheinlich wieder immer wieder am Anfang. Na, ich weiß nicht. Da brauchen wir außerhalb von diesem Minispiel ja auch noch welche. Oh, wow. Das mit den Juwelen ist immer so eine Sache. Mehr. Wie lange bin ich da noch nicht gegangen, aber hier oben scheint es keine Juwelen zu geben. Okay, dann scheinen wir alle zu haben. Ich hoffe es zumindest. So, na dann, probieren wir das mal. Hallo. So cool Emoji. Das Wetter, der erste rennt einfach nur da unten rum, dann der zweite wahrscheinlich da links und dann der andere rechts, damit es immer schwerer wird. Klar, okay, wir müssen zurück rein. Okay. Also wenn ich jetzt mal hier aus am Feuer. Okay, dann rennen wir trotzdem dahin. Das Geräusch auf jeden Fall. Oder der rennt nach rechts, genau. Bevor er erlischt. Okay, da rennt er nochmal durch die Flammen. Oh, Daumen hoch gibt es auch gleich. Okay, das ist super. Na, noch ja nicht übersehen. Daumen hoch zu euch auch, Jungs. Was, Nächster, du wirst sicher nicht kleiner. Ich glaube, der wird kleiner gekommen, oder? Weil es auch rumschreit. Naja. Ja, mal drei. Alle in den Topf mit euch oder auch nicht. Haben wir wieder eine coole Sonne. Das nenne ich eine Sonne. Nimm diesen letzten Sonnensamen als Souvenir. Ich denke, es könnte ein Blindgänger sein. Das glaube ich nämlich auch. Lulu. Lulu ist ein rechter Blindgänger. Schaut ihn euch mal an. Oder sie. Sie wahrscheinlich. So, 15. Spark sagt, wir sollen zurück. Dann heißt das, wir haben hier alles. Super. Sagst du wieder zurück? Nein, da oben. Okay, das ist perfekt. Okay, das war ein bisschen lang. Da wollte ich gar nicht hin. Normalerweise wecken wir unsere Regenwolke beim Morgengrauen. Aber diese schelmischen Geister verhindern, dass unsere Glocken läuten. Okay. Also Superflug-Power-Up und die Geister in den Glockentürmen zu grillen. 16, das? Okay, ich habe drei gesehen. Okay, das ist das Ding.
Das machen wir natürlich ganz gerne, aber ja, der ist da. Soll nicht mehr fliegen, auch einfacher, den zu jagen. Ich weiß nicht, kann wir nicht so schnell rennen. Hätte nur hier im Gras. Ja, fast, zumindest. Oh, wow, warum bin ich darauf gegangen? Glaub? Warum habe ich geglaubt, dass ich den hier erwische? Okay. Kann ich da eigentlich die Abkürzung nehmen? Na, okay. Dann rennen wir in die andere Richtung. Ich weiß nicht, ob das sogar einfach ist. Na. Okay. Endlich. Hi, Brian. Echt Arbeit gemacht, hier zu finden. Und ich frage mich, warum ich mir das abgemacht habe. So. Ich will alle Juwelen. Wenn ein paar zu ein bisschen zu lang sind, das ist halt. Das ist halt so bei solchen Spielen. Sparks, okay, ich dachte, du bist. Kurz dachte ich, du bist grün, Sparks. Ich weiß nicht warum, aber. Das sah ganz so aus. Ja, kann ich auch direkt. Was hast du mir eigentlich zu sagen? Noch nix. Wahrscheinlich erst, wenn ich mich erweckt habe. Sparks will, dass ich wieder zurückgehe, oder? Ich bin noch einer. Okay. Dann gibt es ja keine Juwelen mehr. Wow, das habe ich super gemacht. So, ich werde nochmal. Vielleicht sollte ich auch in die andere Richtung fliegen. Ich weiß es nicht. Nein. Wow. Die sehen echt gruselig aus. So, hoffentlich tauchen die nicht nochmal auf. Okay. Genau, Glocken machen natürlich so eine Melodie. Sehr gut. Willst du das haben? Es ist aus dem Glockenturm gefallen. Jo, bitte, Stratus Jake. Hi Jake, wo sind Charlie und Alan? So, wo? Also Wolke. Wie sieht's aus? Nichts, gar nicht. Gar nichts sieht's aus. Okay, Flyer haben wir. Okay, ja, da oben könnte noch ein Sand. Sparks, dass ich runtergehe. Okay. Dann komme ich gleich wieder direkt hier hin. Aber ich kann doch auch. Muss ich da ganz drauf? Das verstehe ich nicht. Das sind Wirbel jetzt auf einmal. Wo kommt der denn her? Also wahrscheinlich, weil ich ihn das gemacht habe mit den Wolken und so. Darum weht hier jetzt ein anderer Wind. So, er stellt da gerade da rein auf hier. Oder so. Jetzt läuft die Kamera zum dritten. Ups, das wollte ich gar nicht. So, hier komme ich da. Okay. Das macht Sinn. Da drüben sehe ich noch ein Ei. Glaube ich zumindest. Soll das nicht feuern? Ja, das dachte ich mir schon. Ah, das dachte ich zweimal. Ja, stimmt. Das. So, Sparrow. Das geht auf meine Kappe. Ja, da ist einer. Super. Das ist der restlichen Juwelen. Also noch nicht. Claire. Fantasie. Das ist Fantasie-Dings. Das kann schon sein. Ich nehme es einfach mal an. Wir haben 100% des Levels. Perfekt. Du, ich brauche dich. Ich will mein Leben zurück. Zumindest ein bisschen. Danke. Dann zurück nach Hause. Dann ist es aber doch zu mittellang. Okay. Naja, das sollen wir machen. Das ist sowieso bei einem Spiel, wo man nicht jedes Mal speichern kann, wenn man will. Rücke nach Bad Sonnenaufgang. Klar. Dann haben wir Bad. Drei Levels schon alles fertig. Drei Levels haben wir schon perfekt abgeschlossen, glaube ich. So, jetzt auch die Wolkentürme. Da haben wir auch schon viel gesammelt. Schauen wir ins Handbuch. Ja, das schaut gut aus am Grund des Sees. Oh, okay, da müssen wir tauchen wahrscheinlich. Aber soweit ich weiß, können wir das noch nicht. Aber wie es weitergeht, sehen wir dann erst im nächsten Part. Danke, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss aber leider weggehen, was das Dringendes zu erledigen. Also, tschüssi!